Willst du mein Freund sein? Und damit willkommen zu Wie und Warum zähme ich einen Moshops? Ein Moshop kann ganz schön wählerisch sein. Lege Honig einer riesigen Biene in den letzten Slot? Aber kein Problem. Honig? In den Wetwoods findest du schnell und einfach Honig. Hallo Moshops. Nun musst du ihn nur noch per Hand füttern. Lege Meobeere in den letzten Slot? Aber kein Problem. In den Büschen findest du schnell und einfach Meobeeren. Lege Tindobeere in den letzten Slot. Aber kein Problem. Wenn du schon Meobeeren hast, hast du bestimmt auch Tindobeeren. So du auf den Scheiße. Nun musst du ihn nur noch per Hand... Lege gegrilltes Filet in den letzten Slot. Fick dich. Ein Moshops kann ganz schön wählerisch sein. Er möchte per Zufall mit verschiedenen Lebensmitteln gefüttert werden. Darunter alle Arten von Beeren, Filet, Honig, seltene Pilze. Bitte. Oder auch seltene Blume. Aber du musst nicht verzweifeln. Irgendwann möchte er das, was du dabei hast. Rohes Fischfilet! Ich hab kein rohes Fischfilet. Wenn du dich weit genug von ihm entfernst, wird sich seine Nachfrage ändern. Oder du tötest ihn und suchst dir neue Moshops. Das Zähmen geht schnell und solange du sie nicht angreifst, kann auch nichts schief gehen. Was kann denn nun ein Moshops? Fuck. Er kann direkt auch ohne Sattel dein Reittier sein. Außerdem ist er einer der besten, wenn es darum geht, Rohstoffe jeglicher Art zu besorgen. Selbst wenn du ihn nicht reitest, erntet er ab. Wenn du Wandern aktivierst, wird er herumlaufen und alles abbauen, was seinen Weg kreuzt. Aus diesem Grund ist eine Erhöhung der Traglast empfehlenswert. Eine weitere Besonderheit ist seine Erntestufe. Mit jedem Level-Up kannst du zusätzlich eine der folgenden Werte erhöhen. Harz, rohes Filet, rohes Fischfilet, seltene Blumen, seltene Pilze, Blutegelblut oder organisches Polymer. Das erhöht den Ertrag, welche dein Moshops in den entsprechenden Gebieten erntet. Du hast ein filetreiches Monstrum getötet? Dein Moshop ist nun die beste Wahl. Hier holt er direkt 35 Filet raus. Dazu kommt noch, dass er wie ein mobiler Kühlschrank funktioniert. Alle verderblichen Lebensmittel werden in seinem Inventar deutlich länger halten. Im Kampf ist er okay. Bedenke aber, dass er dich zum Kämpfen braucht. Ohne dich wird er bei erlittenem Schaden sofort fliehen. Egal wie schwach der Gegner ist. Der Moshops legt große Eier, welche für ungewöhnliches Trockenfutter verwendet werden kann. Hierzu benötigst du Zitronen, seltene Pilze, geräuchertes Filet, das Ei und Harz, welche du in den Wetwoods durch einen Harzsammler erhältst. Oder du züchtest dir neue Moshops. Die Kleinen sind sehr empfindlich und brauchen viel Liebe. Aber du schaffst das. Nun bist auch du ein Experte und weißt, wie und warum du einen Moshops zähmen solltest. Für mehr solcher Videos gibt es hier eine Playlist. Oder du lässt mir direkt ein Abo da.